Hallo und herzlich willkommen auf Pong.blog und wir klären heute die Frage, ob Hitler im neuen Battlefield 1 vorkommen wird. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie man auf die Vermutung kommt, dass Hitler etwas mit dem neuen Battlefield 1 zu tun hat. Nun, vorerst, Battlefield 1, wie die meisten jetzt schon wissen, spielt im Ersten Weltkrieg und Hitler hat im Ersten Weltkrieg auch eine Rolle gespielt, beziehungsweise er hat mitgekämpft im Ersten Weltkrieg. Aber falls Hitler im neuen Battlefield 1 vorkommen würde, würde er jetzt nicht so aussehen, wie die meisten Leute ihn kennen, also mit diesem Bart und so, relativ alt schon, sondern eher in jungen Jahren, weil er damals ja noch viel jünger war. Jetzt fragen sich bestimmt die meisten, ja, woher kommt jetzt diese Theorie? Zum Beispiel jetzt in Assassin's Creed 2, da hatte der Hauptcharakter Leonardo da Vinci, das war sein Freund und Kollege, der hat ihm auch hin und wieder so Gadgets gemacht, so nette, und da hat man ihn auch gesehen, in jungen Jahren und so voller Leben und bla bla, und ja, da ist er auch vorgekommen und das hat dem Spiel einfach so eine gewisse Note verliehen. Das hat auch mal etwas tiefere Einblicke gewährt, fand ich. Das hat das Spiel an sich etwas interessanter gemacht und deswegen glaube ich, dass das jetzt im neuen Battlefield 1 auch kommen wird. Vielleicht muss es ja nicht mal Hitler sein, es könnte auch sogar irgendjemand anders, irgendeine andere wichtige Persönlichkeit sein. Warum ich speziell jetzt nochmal glaube, dass es Hitler sein wird, der vorkommen wird, ist, weil, naja, jeder hat was gegen Hitler eigentlich, weil er halt schlimme Sachen gemacht hat. Was ja eigentlich jeder weiß. Und genau, dass man da vielleicht einfach darauf nochmal ansprechen möchte und vielleicht Hitler zeigen möchte, wie er war, und wahrscheinlich ihn auch als Verrückten darstellen, so ein bisschen, damit man das schon so ein bisschen sieht, weil das einfach dem Spiel so eine ganz, ganz bestimmte Note verleihen würde. Jetzt interessiert mich natürlich, ob euch das Video gefallen hat und ob ihr glaubt, dass was an der Hitler-Theorie dran ist. Und falls ihr noch ein paar andere kranke Theorien sehen möchtet, dann schaut einfach auf meinen Kanal, da findet ihr noch ein paar andere Videos zu Battlefield 1 und auch zu COD, zum neuen Infinity Warfare. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tequila.